Hallo! Es ist wieder mal Zeit für mich und meinen neuen Sidekick. Ja, die Katrin, die folgt mir jetzt auf Schritt und Tritt wie so ein kleiner Hund. Oh, ich stalk dich richtig. Ja, du bist quasi das, wie war das heute? Du bist quasi das, was Robin für Batman ist. Genau. Das ist Katrin für mich. Hat der Thorsten gesagt. Hoffmann. Ja. Hallo Thorsten. Es sitzt noch der andere auch von Arschgeweiht gegenüber. Ich weiß noch nicht, ob ich ihn filmen darf, aber er würde zu viel im Bild sein. Weil wir sitzen nämlich vor McDonald's am Schwarzenbergplatz und zwar wegen den... Ja, stehen jetzt Menschen davor. Wegen den McNoodles. Wir dürfen jetzt exklusiv die McNoodles kosten. Und es ist ein ganz tolles Event. Und es gibt Tischtücher und es gibt alles. Und jetzt kommt das Lugner-Mausi. Also das ist die wahre Prominenz, die ist angetreten. Die Wiener High Society quasi. Und wer darf da nicht fehlen? Die Arschgeweihten und der Haderer. Und jetzt, wenn die dann fertig geraucht haben, gehen wir rein und essen Nudels und schauen, ob wir das Mausi-Lugner nicht... intime Fragen stellen können. Bis gleich. Wie erwähnt, eine lange Reise, 2 Jahre, das gebraucht hat von der ersten Idee bis heute, wo wir Ihnen das fertige Produkt vorstellen wollen. Ein sehr, sehr intensiver Prozess und sicher eines der bisher aufwendigsten und langfristigsten Projekte, was Produktentwicklung bei McDonald's Österreich betrifft. Wir haben unsere McNoodles bekommen, die Katrin und ich. Und die sind jetzt, ich filme sie mal. Ja. Du machst sie jetzt auf, pass auf, wir machen die jetzt auf. Ja. So, Tabra, mach auf, mach deine auch auf. Ja. So, die also man muss dazu sagen, meine sind Curry und die da sind süß. Curry und die sind süß-sauer. Genau, richtig. Und so schauen die aus. So. Ja. Wir haben ja gerade, warte, ich drehe mal wieder um. Wir haben ja gerade gehört. Eine Geheimrezeptur. Eine Geheimrezeptur, die waren in Bangkok. Genau. Die waren in Bangkok 2 Wochen und haben sich dort mit Nudeln beschäftigt. Das passiert in Bangkok recht oft, dass man sich unbeabsichtigt mit einer Nudel beschäftigt, wenn man nicht aufpasst. Lustig. Ja. Auf jeden Fall haben sie dort die Rezeptur entwickelt. DJ Ötzi ist. Und es kommt bei den Nudeln voll auf die Form und auf die Farbe an. Und auf die Qualität. Und auf die Qualität, wie so oft. Als Prominenter steht DJ Ötzi für die Nudel gerade. Weil der kennt sich aus, der hatte auch mal Probleme mit seiner Nudel. So, jetzt ist genug mit Twitzen über Nudeln. Jetzt werden wir mal kosten, oder? So, pass auf. Hast du schon umgerührt oder nein, so? Nein, habe ich nicht. Ich weiß nicht, ob man da umrühren soll. Also es ist auf einmal Fleisch drinnen, Gemüse. Und Nudeln, was total überraschend ist. Die werden, auch im Nock gemacht, im Wok. So, kost mal. Ein bisschen nur. Und? Mhm. Wie sind deine? Du hast Curry, gell? Ich habe Curry, ja. Ich habe süß-sauer. Darf ich deine jetzt probieren? Also meine sind ganz gut. Ich finde die auch nicht so schlecht eigentlich. Sie sind ziemlich spicy, I like. Schlecht? Ja. Meine überhaupt nicht. Ja, weil du eine andere Geschmacksrichtung hast. Ich probiere jetzt deine. Aber ich mag spicy, ich finde das gut. Ich probiere mal deine. Ja. So. Das ist jetzt Curry. Das Fleisch? Der Wunschvater des Gedankens. Das Fleisch ist ganz gut. Die sind noch in. Die Nudeln auch recht. Fun Fact: Die sind von Österreich, McDonald's Österreich erfunden und entwickelt worden. Also. Genau, die Raps. Genau, wusste ich auch nicht. Der Rap ist eine österreichische Erfolgsgeschichte. McDonald's verdient wie viel? 50 Millionen Euro nur mit Raps. Das ist fast so wie. Nein, das hat er vorher gesagt. Ja, da habe ich auch nicht Umsatz gemacht. Da gibt es einen kleinen Unterschied. Ja, aber ist ja wurscht. Das schafft normalerweise nur Puff Daddy. Verstehst du? Raps? Wahnsinn, heute rennt der Schmäh, das ist unglaublich. Das sind die McNoodles, die machen lustig. Total. So. Das liegt an den Gewürzen. Es sind übrigens 20 verschiedene Zutaten in der Sauce. Aber sie sind echt gut. Also ich finde jetzt da nochmal, die schmecken. Also süß-sauer ist wirklich gut. Dürftig gut. Ja, weiß ich gar nicht, weiß, was sie kosten. Aber du darfst doch uns fotografieren. Mich fotografieren. Ja, wir werden total gerne fotografiert, wenn wir nur essen. Während ich filme. Jetzt bin ich gerade fotografiert worden. Ich bin jetzt, also, ich habe jetzt schon den schönen Adi, habe ich hinten gesehen, in weiß. Und die Lugner Mausi ist da und also es ist alles, was der Leo Hillinger ist da, also alles, was Rang und Namen in Österreich hat. Was ich auch noch nicht weiß, weißt du es vielleicht, was werden denn die Nudeln kosten? Das weiß ich auch nicht. 4,99. 4,99 haben wir gerade aus dem Publikum zugekommen quasi. Publikumsjoker. Ja, genau.
Background. Der Cliff ist jetzt auch gerade. Das ist der Arschgeweiht-Cliff. Das ist schön, wenn man hier Leute fotografiert, die wichtig sind und gut aussehen und sich lange stylen, weil die sehen ja, alle genauso blöd aus wie wir. Ja, und sie passen sich an. Also es ist, Stäbchen gibt es auch keine, glaube ich. Sie wollen so, also es ist noch so, ich fasse das jetzt einmal im Fazit zusammen. McDonald's, also McNoodles bei McDonald's sind ein bisschen so wie der Soundtrack zu Man in Black 4 von Pitbull. Es ist zwar nicht schlecht, aber es passt irgendwie noch nicht. Man muss sich dran gewöhnen. Ich esse jetzt weiter und ihr könnt McNoodles dann ab Donnerstag. Das ist, heute ist Dienstag, aber wenn ich, nein, heute ist Montag. Heute ist Montag, oder? Ja. Heute ist Montag. Wenn ich das Video gemacht habe, ist aber Dienstag. Das heißt, wenn ihr es seht, ist es wahrscheinlich auch Dienstag. Das heißt, ihr könnt es ab übermorgen dann essen bei McDonald's. Nudeln. Stimmt's, Katrin? Ja. Sag tschüss. Tschüss. Tschüss.